Am Freitagnachmittag ereignete sich im Gebiet Hallbergmoos bei Brandstadel ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Auto, das von einer 51-Jährigen aus dem Landkreis Freising gefahren wurde, und ein Wagen, der von einem 43-Jährigen aus Landshut gesteuert wurde, stießen frontal zusammen. Durch die Stärke des Aufpralls wurde die 51-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 43-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß lediglich leicht verletzt und in ein nahes Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Kreisstraße blieb nach dem Unfall komplett gesperrt.